Aus München, der sich ganz nachhaltig mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Das heißt, wir haben mehrere Werbekampagnen an Schulen und Kindergärten, um die Basis für unsere Kinder langfristig zu gewährleisten, um denen einfach ein bisschen mehr Zukunftsvisionen zu geben in Bezug auf umweltfreundliches Verhalten und Leben, damit die einfach eine Perspektive bekommen. Was machen Sie in Ihrem privaten Bereich für dieses Thema zum Thema Nachhaltigkeit? Also ich vermittle meinen Kindern eben auch, wie wichtig das ist, dass sie ihr Leben, ihre Welt erhalten. Also abgesehen davon, dass ich Vegetarier bin und wir zu Hause ausschließlich vegetarisch uns ernähren, was ja auch schon sehr viel Wirkung hat, ist es eben von Wasser nicht laufen lassen, über dass wir fast alles mit dem Fahrrad machen, was wir können. Die Jungs sind dann manchmal so am Mosern und sagen, es regnet, aber sage ich, aber du wolltest doch grün wählen, dann musst du auch was dafür tun. Und von Mülltrennung angefangen, dass wir diese Dinge vermitteln, kein Weichspüler etc. etc. Und dass wir, wenn wir privat fliegen, eben auch an Atmosphäre zahlen, um dann Ausgleich zu schaffen. Das ist schon mal ganz, ganz gut. Was würden Sie denn, wenn Sie die Chance hätten, den Politikern sagen, jetzt zur kommenden Wahl, was würden Sie sich wünschen? Also ich muss sagen, gerade nachdem wir das, was wir heute Abend hier gesehen haben, gehört haben, viele innovative eben Ideen und Desertec, finde ich es skandalös, sich hinzustellen und zu sagen, wir müssen unsere Atomkraftwerke weiter laufen lassen und wissen überhaupt nicht, wohin mit dem ganzen Müll. Das finde ich, kann man nicht machen, oder Kohlekraftwerke neue zu bauen. Diese Zeit, das ist out, das ist Vergangenheit und das müssen die Herren und Damen in dem Fall begreifen und stoppen. Das ist überholt, genau. Und was würden Sie sagen für Ihre Zukunft, was würden Sie sich ganz speziell, ganz privat wünschen in Bezug auf das neue Umweltbewusstsein? Wie soll das aussehen für Sie? Also ich glaube, dass also alle einfach mehr umsetzen müssten und auch eben mal Abstriche in Kauf nehmen müssten. Und also mir wurde zum Beispiel gesagt, hier Elektroauto, ja, dann muss man halt das 3 Stunden lang aufladen. Ja, und dann muss man es eben 3 Stunden aufladen. Da müssen wir auch umdenken. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass eben auch die Industrie endlich umdenkt und das sofort umsetzt. Und zwar nicht erst in 20, 30 Jahren, sondern umgehen. Und dass auch wir Bürger Druck ausüben, indem wir bestimmte Dinge tun oder eben nicht mehr tun. Ganz wichtig. Vielen herzlichen Dank für Ihr Statement. Danke. Schönen Abend. Danke. Danke.